Naja, die eine Höhle kann ich verkraften. Okay, dann gehen wir mal zu Vulgrim schon wieder hoch. Wie war denn das? Vulgrim ist da, das heißt, wir müssen hier hoch. Hier rüber. Boah, sorry, was denn los heute? Hier müssen wir hoch. Keine Ahnung, was diese Kiste da hinten bedeuten soll. Die ist... Entweder ist das Symbol verbuggt, weil das taucht auf, dann taucht es wieder nicht auf. Dann sind wir zu tief, zu hoch, keine Ahnung. Merkwürdig. Nee, Moment, hier sind wir falsch. Was mach ich denn? Wir müssen da hoch, aber... Da. Ich höre sie schon rumlatschen da oben. Können wir auch hier hoch einfach? Sicherheitshalber. Nehmen wir mal den Weg. Oh, die Abgrundrüstung sieht echt gut aus. Wir sind auf jeden Fall gewappnet. Für den bösen Drachen. Nein! Bleib hier! Ich brauche deinen Lebenssaft. Den kriegen wir auch. Ja. Ach ja, wer macht das nicht? Rabenschlachten, um seine Gesundheit aufzufüllen. Raben sind in Games, glaube ich, schon so ein Symbol für versteckten Loot irgendwie geworden. Oder für übermäßig viel Blut, sag ich mal. Hier geben sie Leben und es ist halt doch nicht wenig Blut. Nein! In Resident Evil, in der Reihe, in den Teilen, in denen es Raben gab, gab es immer, also oft Gold oder irgendwelche Items und die haben halt auch rumgespritzt, wie sonst was. Mir, so viel Blut ist doch in so einem kleinen Vogel überhaupt nicht drin. Und in Fallout. Boah, in Fallout, das ist ganz schlimm, das haben wir oft erlebt. Wir hatten, als ich Fallout hier gespielt habe, mit euch da, boah, da hatten wir oft eine rabenfreie Zone, sag ich mal. Und wenn die einen Raben nicht hören wollten, tja, da gab es halt ein paar, ist das? Kümmern wir uns gar nicht um sowas. Nein, wir reiten jetzt mal nicht auf dem, weil sonst überlebt er noch eine Runde. Wir töten ihn mal direkt, wenn das geht. Ey, ey, ey. Alter, was ist los? Was ist denn los? Oh, der hält echt viel aus. Na gut, dann reiten wir ein bisschen. Oh, das muss wehtun. Das muss wehtun. Warum diese Hörner? Nein, 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 nein. Die scheinen ja nicht einfach nur Hörner zu sein, weil, soweit ich weiß, ist in Hörnern kein Fleisch und kein Blut. Also oft auch Blut, aber die sind doch nicht so voll mit Fleisch und... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so richtig. Aber ich bin kein Biologe. Daher weiß ich das nicht. Ab mit dir. Wir wollen dich nicht. Wir kriegen immer noch... Ach so, der brennt. Ich würde schon sagen, durch was bekommen wir den Hitz? Ne, kommt er? Na gut, dann nicht. Das wollte ich nicht. Nein, stopp. Okay, drei Stück brauchen wir noch. Eins ist hier unten, eins ist hier, eins ist hier. Holen wir das als erstes. Es ist ja im Prinzip egal, weil wir eh alle holen müssen. Es sind nur noch drei Stück. Vier Stück haben wir in der letzten Aufnahme schon einkassiert. Und dann können wir dieses himmlische Schwert, mit dem die Siegel gebrochen wurden, neu schmieden. Da uns der Baum der Erkenntnis war, es im Garten eben quasi den Schwertgriff gegeben hat und uns gezeigt hat, dass wir den Zerstörer nur damit aufhalten können. Und deswegen mit der Hilfe von Azrael sind wir quasi in den Garten eben gekommen und der hat uns gezeigt, wo wir hin müssen und das ist... Also wir sehen es ja, wir haben es ja auf der Karte gesehen, das ist falsch. Sie sind überall auf der Welt verstreut und wenn wir alle gefunden haben, ich guck gerade mal, wo wir hin müssen, müssen wir zum Schwarzen Hammer. Denn der kann es wieder schmieden. Der hat es auch damals geschmiedet.
Der schmiedet uns jetzt noch einmal. So. Ich sag mal, so ist der Plan. Zumindest. Okay. Können wir sehen, wo es ist schon? Nein. Können wir nicht. Ach, die. Schön mit Cutscene. Ich mag die. Also, keine Cutscene, sondern geskriptet. Wie in der Cutscene. Guck mal, was wir hier haben. Nice. Nix gibt's. Nix gibt's. Ich auch nicht. Darauf könnt ihr euch verlassen. Okay, wir müssten da hoch irgendwie. Geht das? Ah, Gebäude und dann... Ich verstehe. Weil ich schätze mal, dass wir nach da hinten müssen, weil es ist ja quasi, wenn man mal guckt, hier von uns aus gesehen, also hier ungefähr war der Punkt und das ist hier im Osten. Das heißt, ich gehe mal von aus, dass wir irgendwo nach hier hinten müssen und das wäre dann da lang. Deswegen gehen wir erstmal hier hoch, gucken, dass wir irgendwie auf die Brücke kommen und... Ach. Was ist denn hier los? Wo kommen die denn alle her? Tja, guck mal, da ist ja noch einer. Und noch einer. Klatsch. Ah. Für Dairo. Wenn du mich mal einfach normal landen würdest, landen lassen würdest, ich wäre dir sehr verbunden. Können wir jetzt schon was sehen? Nein, können wir nicht. Geht weg! Boah, die rasten ja mal richtig aus. Was ist denn los? Alter, ist doch gut. Du Sau. Der ist einfach ausgewichen. Boah, diese Schweine. Okay. Komm her. Boah, der ist da oben. Oh, ich wusste gar nicht, dass man mit dem auch springen kann. Ich habe das nur als Gag ausprobiert, aber... Aber wir kriegen sogar Leben zurück, wenn wir... Ich verstehe. Sehr gut. Da oben. Stimmt, stimmt. Da oben. Da ist es. Genau da. Ich erinnere mich. Das hier war das erste Mal, dass wir so ein Leuchten gesehen haben, glaube ich. Und jetzt wissen wir auch, was es bedeutet. Nein! Was war das denn? Ach, leck mich doch. Hier. Tschüss. Oh, wir starten hier zum Glück. Puh. Komm schon. Danke sehr. Meine Güte. Och, ich bitte euch. Wir kürzen es jetzt mal ein bisschen ab. So, der kriegt es auch noch ab. Danke sehr. Da müssen wir hin. Wo kommen wir denn? Ah, okay. Es gibt zum Glück eine Treppe nach oben. Guck, dieses Stück sieht ganz genauso aus wie all die anderen. Aber das Thema hatten wir schon. So. Die Armageddon-Klinge, genau das war's. Denn aus dem Grund heißt sie so, weil sie halt benutzt wurde, um die Siegel zu brechen und damit quasi den Krieg herbeizurufen. Und ja, die wurde
angeblich von Abaddon zerstört und entsorgt. Also zerschlagen und vernichtet quasi. Scheint nicht so ganz funktioniert zu haben. Ich weiß nicht, ob er geplant hat, dass sie erhalten bleibt oder ob er es einfach nicht konnte. So, dass er gesagt hat, dass keiner auf die Idee kam, dass er der, dass, wenn jemand auf die Idee kommt, dass er der Zerstörer ist, dass niemand quasi im Hinterkopf die Armageddon-Klinge hat, um ihn damit auszuschalten, da er ja vorher gesagt hätte, sie wäre zerstört. Dass überhaupt vom Grund auf niemand danach suchen würde, aber... Tja, sie ließ sich wohl nicht zerstören. Aha, denn wir sind der Krieg. Er hat recht, die Armageddon-Klinge oder die Siegel wurden gebrochen, alles außer eins. Dann wurden sie neu geschmiedet quasi. Und der Krieg wurde entfesselt. So, der Würge-Agger. Das Ding holen wir uns auch. Ich habe so das Gefühl, wir sind so kurz vorm Ende. Es wird, ich sag mal, mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte Aufnahme werden. Und dann, nach der letzten Folge, wer weiß, was dann passieren könnte. Ich meine, ich habe es schon gesagt, aber für die, die das für die, die das nicht mitbekommen haben, wenn ihr die letzte Folge schaut, wenn es diese ist, was ich absolut nicht glaube, es werden noch ein paar wenige, aber lasst euch überraschen, was danach passiert. Was spielen wir denn nach? Selbe Slot, sprich 18 Uhr. Oh, es wird uns direkt angezeigt. Zur Hölle. Auch nicht so einer, weißt du? Nein! Wir haben keinen Zorn. Scheiße. Nein! Oh nee, ey, wie kommen wir denn da hoch? Dürfte ich mal um Informationen bitten, vielleicht? Nein! Scheiße! Autsch. Ja, danke, wie soll ich denn da was machen? Was hat der für eine Reichweite? Was gibt's denn überhaupt hier unten? Tschüss. Wir springen einfach mal runter. Vielleicht bringt's ja was. Wir fliehen. Ah, sie kommen alle runter. Guck mal da. Warum füllen wir denn eigentlich unser Leben auf mit jedem Schlag? Ist das ein... Moment, das will ich jetzt gerade mal wissen. Ist das ein Item? Habe ich da was verpasst? Mit Zorn aufgesaugt. Ja, das ist okay, aber Leben? Moment. Diese legendäre, präzise angefertigte Rüstung ermöglicht, das Krieg viel mehr Schaden auszuhalten. Das ist es auch nicht. Aber was ist denn hier zum Beispiel? Hier fehlt doch noch... Ah, nee, das ist hier. Das hier? Auch nicht. Vielleicht ist es die Waffe generell, die die Lebenskraft quasi aussaugt. Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr willkommend. Sagt man willkommen? Willkommend? Zornkern. Wie viel haben wir? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Oh, gar keine. Warte. Einmal hier und einmal da. Das Spiel kennen wir schon. Gibt's hier noch was? Ne. Oh, so. Was ist das? Ich glaube, das... ich glaube, das ist der mit dem riesen Schild da draußen, oder? Nice. Also wir wappnen uns definitiv für den Endkrieg. Wir sammeln langsam unsere Macht zurück. Unsere Waffe ist noch nicht ganz auf Level 4. Das würde ich gerne noch eventuell schaffen, wenn es ginge. Denn vielleicht bekommen wir dann irgendwas. Ein Erfolg, bin ich mir fast sicher. Aber dass die Waffe sich nochmal... eine gewisse Fähigkeit bekommt oder ein
halt. Irgendwas muss es ja bringen. Weißt du? Dass die Macht quasi komplett. Hä? Wie zur Hölle? Wie soll ich denn da hochkommen mit der. Wie geht das? Kann man das. Aha. Hä? Ja, nice. Jetzt auf einmal, weißt du? Weißt du, erst so. Ich garantiere dir ewige Ruhe. Ich dir auch. Das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so nett. Ja, alles klar. Ach, das war's schon. Nix kannst du. Okay, was ist das hier? Ich verstehe, ich verstehe. Aber was ist das hier? Oh, ja, nice. Können wir das hier aktivieren? Warte mal. Das ist hier. Mach ich mal hier hin. Dann verbrauchen wir das einfach als erstes. Hey, ich hab doch grad. Ah, ich muss gar nicht, warte mal. Ich muss gar nicht Tab drücken, ich bin so blöd. Ich drücke die ganze Zeit Tab. Und dann ändert sich hier, das hier. Ich dachte, ich muss das drücken, um das zu öffnen. Ich bin blöd, ja. Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden. Der Doofe hat's auch kapiert. Ist okay. Etwas Neues zum Spielen. Och, bitte. Nee, weißt du, darauf habe ich überhaupt keinen Bock gerade. Auf diese zwei Kollegen hier. Das kürzen wir mal ein bisschen ab. Wir sind noch in dem. Nein, wir sind. Ah. Solange wir nämlich noch in der Animation sind, kommen wir nicht auch raus aus der Chaosgestalt. Deswegen, wenn man da das richtig timet, kann man da noch länger drin bleiben, als die Leiste eigentlich hergibt. Aber es ist sehr schwierig. Mein Gott, so lange dauert es jetzt auch nicht, die aufzuladen. Alter! Wenn wir mal ehrlich sind. Komm. Dieses Geräusch, dieses Knarzen von dem Genick. Jawoll. Nummer 6? 6 von 7? Ah, ich verstehe. Das letzte Stück. Dann einmal zu vulgieren. Zurück. Ihr könnt mich alle mal. Ganz ehrlich, ich bin fertig mit euch. Ich bin absolut fertig mit euch. Ihr könnt mich alle mal 10-mal und 5-mal alle miteinander, untereinander, zwischeneinander, ist mir egal. Ich bin weg von hier. Denn wir haben jetzt mittlerweile auch alle Gebiete erkundet. Oder so, wie ich das gesehen habe. Hey, ich hab doch... Hallo? Ich hab doch O gedrückt. Ich kann jetzt das dummerweise nicht sehen, weil... Es ist halt, das ist so ein bisschen eine unnötige Karte, weil ich kann nichts auf, ich kann die Karte nicht, hier. Ich kann nur sehen, wo wir sind. Hier leuchtet's. Ich kann nichts drücken, Pfeiltasten, ich kann nichts klicken, ich kann nichts gedrückt halten, Leertaste. Ich kann nur mit Shift hin und her wechseln, aber auf der Karte selbst kann ich nichts machen. Das ist so ein bisschen, ja. Ich meine, es ist gut, dass man ein bisschen so einen kleinen Überblick hat, aber... Bisschen mehr Funktionen hätte ich mir vielleicht gewünscht. Aber ich weiß nicht, wie schwierig es damals war, also vor 8 Jahren, Spiele zu entwickeln. Ich meine, es gibt Spiele, die kamen später raus, sind aber sehr viel schlechter. So ist es ja nicht, ne? Es ist, ich will mich gar nicht, also schon ein bisschen beschweren. Ah, jetzt kommen wir auch da oben dran. Ah. Was leuchtet denn da so böse? Guck, das ist die Stimme von Vulgrim. Nicht dieses andere, was wir da in der letzten Aufnahme hatten. Dieses komische Dunkle. Das war ja richtig creepy. Wo kommen die denn jetzt alle her? Okay, das ist alles neu. Sind wir immer noch... Wir sind noch im komischen Geister-Schattenmodus.
Wir gucken gleich. Ich mache hier erstmal den ganzen Kappes weg. Was zur Hölle? Krabbeln irgendwelche Viecher die ganze Zeit auf den Arm rum? Widerlich. Also, wir gehen erstmal hier hoch. Da gab's da nicht so ein Hinterhaken-Ding für? Hä? Da. Ah. Ich verstehe. Mhm. Alles klar. Jetzt verstehe ich, was hier abgeht. Und hepp. Aber hier war doch eine Kiste, oder? Oder war die da oben? Hä? Hier war doch eine Kiste. Nein! Wir sind genau in das Loch gefallen. Ach, leck mich doch mal. Ihr verkackten Engel. Ey, ehrlich, wisst ihr was? Hier. Könnt mich mal. Geht mir nicht auf die Eier, Jungs. Ich hab da keine Nerven für. So. Das wäre dann das Letzte, ne? Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Ultan ist der schwarze Hammer, gell? Warte, wo waren der nochmal? Der war in diesem Amboss-Dingsbums da. Ambossfurt? Ambossfahrt? Ja, aber was ist... Hä? Das ist doch... Kein Angriff? Aber wirklich? Wo steht hier drin? Hier? Hä? Legende? Truhe? Das ist nicht... irgendwie besonderer Schattenarena. Das ist nicht besonderer Punkt, sondern es wird definiert als Truhe. Es gibt weder hier oben, weder hier unten noch da oben eine Truhe. Ich habe nachgeschaut. So, der war. Oder wartet er jetzt da vielleicht in der Mitte? Hier, das ist auch so ein Ding. Wo müssen wir hin? Zu Ultan, ja, aber wo ist der? Der war hier hinten im Amberswood immer. Weil auf der Karte wird halt nichts angezeigt. Daher müssen wir den jetzt suchen oder was? Oder müssen wir jetzt einfach hoffen, dass der immer noch da ist, wo er das allererste Mal war? Da drüben waren wir schon, oder? Da war eine Kiste. Ja, ist jetzt weg. Hm, das ist ein bisschen... Nee. Suspekt. Naja. Vielleicht ist er ja noch im Amboss-Fort. Ich hoffe so ein bisschen darauf. Ich spekuliere da so ein bisschen drauf sogar. Sieht aber so aus. Das ist die normale Wulgrim-Stimme. Ich dachte schon, ich werde verrückt letztes Mal, als wir da in... wo war das? Im Ascheland war das, glaube ich. Wo er dann so eine ganz dunkle Stimme hatte auf einmal. Komplett anders, so... Das ist nicht der Dämon, den wir kennen. Warum kann ich hier nicht reiten? Ist hier immer noch dieses aberwitzig kleine Gebäude irgendwo? Hey, wo war denn das nochmal? Irgendwo habe ich ein Gebäude gesehen. Das war... keine Ahnung, das war vielleicht... insgesamt so groß wie das hier, wie diese Statue, aber hatte so winzig kleine Fenster, so als ob wir so ein Riese wären. Aber, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen von der Skalierung her ein bisschen komisch gewesen. Oder halt hier, das sind doch eindeutig, was ist das, Fenster? Ich höre schon. Ja, sehr schön. Gute Ultan, ich hab was für dich.